willkommen zum neuen Versuch Blood and Bones auf einer neuen Welt. Wir finden uns hier mit unseren drei hübschen Kaspern. Skate, nein, nein! Skate, Veni und Karoflo. Hallo. Jetzt habe ich einen halben Herzschaden. Du heilst dich schon. Und ein Herzinfarkt. Also, hey. Bau dich erstmal runter, Skate, damit wir uns bei der Gravel Beach treffen können. Da wollten wir nämlich erstmal hin. Ja, und wir sind in einer mega coolen Welt hier mit Strand und Dschungel und Tempel da drüben. Und mit mir einen halben Herzschaden, danke, oder? Ja. Hab ich gut gemacht, oder? Daumen hoch. Gefällt dir. Ich esse jetzt wirklich Seegras, aber das kann ich nicht abbauen, das ist nur Reed. Seegras musst du abbauen, das kannst du auch essen. Wenn wir Eisen haben, das erste. Achso, das Seegras, wenn es so dauert. Das ist aber erst weiter draußen. Ja, da müsst ihr irgendwann hinschauen, weil ich glaube, Bären finden wir in so einem Dschungel nicht so einfach. Oh. Was ist los? Ja, dort oben, ich habe Schaden bekommen. Da wächst was. Fast. Weiß nicht, ob die Beeren wachsen im Sumpf. Passt auf, wenn ihr so komische dornähnliche Blumen seht. Passt gut auf, das sind vergiftende Gräser. Die geben euch Hunger auf. Ah ja, stimmt. Hey, hier ist grünes Wasser. Ich geh schwimmen. Yay. Yeah. Ja, grünes Wasser, appetitlich. Was sind wir nicht runtergebaut? Das ist wirklich grünes Wasser. Okay, nicht immer ins Wasser kotzen, Flo. Nee, wieso? Ich hab schon wieder ein Herzschaden, hey, das gibt's ja nicht. Ich hab Kay im Rogo-Dungeon gefunden. Du bist schon im Rogo-Dungeon angekommen. Okay, ja. Flo, bauen wir jetzt eine Flint ab da, dass wir schnell Werkzeuge machen können. Okay. Das ist eigentlich, aber man kann immerhin den Sand mit der Hand abbauen. Wow, Fortschritt! Ja. Diesmal, ich hab's im Urin, wir schaffen was. Aber wir haben uns überlegt, um überhaupt erstmal ans Stuff ranzukommen, mussten wir den Enderdrachen haben. Und um den Enderdrachen erstmal zu haben, also gelegt zwar, mussten wir erstmal Ausrüstung haben. Und ohne Ausrüstung kann man den Enderdrachen ja irgendwie überhaupt nicht legen. Und vor allem ist das Hardcore Ender Expansion. Ihr kennt den Enderdrachen aus Shine vielleicht. Auch so bei Skate jetzt die Zuschauer. Aber das ist nicht ganz so einfach, den Hardcore. Ich krieg einfach gar keinen Flint. Du musst 3 Gravel zusammenkraften für einen Flint. Ach echt? Ja. Das hättest du mir letztes Mal auch schon sagen können. Hab ich dir schon so oft gesagt. Also ich hab schon mal 7 Holz. Wem soll ich dir geben? Wer braucht die? Ich mach das sonst eben am Anfang hier. Ich stell mir die ersten Sachen mal hier auf. Ja, warte, hier, Flint. Es regnet Flint, yay. Soll ich schon mal in den Tempel? Nein, ich will da mit rein. Dann machen wir zusammen. So. Okay, dann baue ich nur mal die ganzen Schokobollen-Dinge hier ab. Du bist jetzt voll der Müllschlucker bei mir. Kann man das den Kokobeans was machen? Kekse. Ich weiß nicht. Ja, aber so. Da brauchen wir halt erstmal Weizen für. So, also machen wir mal die ersten Spitzhacken für jedermann. Also auch Kekse sind ziemlich gut. Kekse, mal, regeneriert man hier irgendwann? Wie normal und die sollten auch nur ein halbes Hunger heilen. Ja. Ja, schlimm, wenn nicht. Dafür, dass man 8 Kekse kriegt, sollte sich das lohnen. Ja, aber du brauchst halt erstmal Weizen. Grape! Ne? Okay. Bist du dir so sicher, dass die Kekse überhaupt noch was bringen, vernünftig? Sollten eigentlich. Ich trau diesem Modpack nicht. Ich trau ihm einfach nicht. Es trocknet dir den Mund aus, dann hast du Durst. Wahrscheinlich. Nee, oder es gibt einfach den Zombie-Fleisch-Effekt. Oh Gott. Bestimmt, Kekse machen das könnte. Hunger. Stimmt, weil sonst wäre es wieder was, wo wir denken, es wäre voll OP. Da haben wir es wieder. Wie war die Beschreibung? Ja. Hattest du vorgelesen, Veni? You found something OP? No. It's not. No. It's not, ja. So, ich bin jetzt hier mit dem Dead Forest. Die sind 3. Überall Spinnenweben. Ja, geh da weg, da kommen Cave Spiders raus. Wenn die dich vergiften, bist du im Arsch. Ja, ich geh nur gerade entlang dort und zu noch. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt, dass die den vergiften, sondern dass die ihn einfach one-hitten werden. Ja, das stimmt allerdings. Guter Ansatz, wenig. Du brauchst ja eigentlich gar keinen Schaden vor Vergiftung zu haben in dem Modpack. Ja. Ich meine, wir wissen ja mittlerweile, was passiert, wenn man verhungert. Man stirbt einfach instant. Alter, das ist schon hart. Null Hunger, Pam, tot. Doch lustig. Also ich habe jetzt schon ansatzweise ein bisschen was zu essen. Ich habe jetzt schon 6 Bambussprossen, 3 Grapes und hier ist auch noch Seegras. Cool. Hier, ich mach mir jetzt ein Boot und hol ein bisschen Seegras. Ja, weißt du, ob das Seegras nicht runterfällt, wenn du im Boot da bist? Ich weiß es dann nicht. Dann geh ich tauchen. Ja, 3 Seaweed. Auftauchen kann. Ich hab 3 Seaweed. Okay. So, okay, ich hab schon wieder 10 weitere Holz. Eine Spitzhacke, 2 Spitzhacken, 3 Spitzhacken, 4 Spitzhacken. Dungeon oder? Nee, 1, 2, 3 Schaufeln, 1, 2 Äxte. Okay. So, ich hab jetzt für jeden von uns eine Spitzhacke, dann hab ich für jeden außer einen eine Schaufel und für 2 von uns hab ich auch noch eine Axt. Mehr hab ich jetzt nicht machen wollen. Ich hab schon noch 10 weitere Holz. Ich bin jetzt vom Dschungel aus ein bisschen im Meer rausgeschwommen und da ist mega viel Seegras. Ich hol das eben und dann. Ich hab sogar für jeden eine Schaufel, sehe ich gerade, oder? Das Inventar. Achtung, du kriegst noch was von mir. Zack. Oh mein Gott, man kann mit dem Boot voll behindert lenken, nur um das Seegras drumherum. Skate, das ist für dich. Nee, Moment, das ist für dich. Ja, wenn ich denke nicht, dass du was OPs gefunden hast. Gefunden. Man kann das Boot nämlich gar nicht steuern, oder? Server leckt. Ja, man kann es nicht steuern. Maus oder Tastatur, was benutzt du? Mit jetzt Tastatur. Gerade? Was brauchst du jetzt als nächstes? In 1.6 geht das doch nur mit der Maus, oder nicht? Nee. Sie wechselt immer wieder. In 1.7 geht das. Warte doch auf mich! Ich hab 17 Seegras!
Irgendwann haben die es doch ausgebaut, dass man das mal mit der Maus konnte. Oh, jetzt leckt es aber gerade. Ja, ich glaube 1.5 oder irgendwas. Ich glaube, wir sollten hier nicht einfach so reingehen ohne Fackeln. Ja, glaube ich gerade auch irgendwie. Du hast doch Fackeln vom Robo-Dungeon, oder? Mach einfach eine Spitzhacke und grab einfach die Decke an. Das stimmt, wir können uns einfach von da oben reingraben. Die ist so gut, die könnte fast von mir sein. Ich habe 12 Seegras, kann man das essen eigentlich? Ja, aber ist es nicht direkt, wir machen daraus Seegras Eintopf. Okay, passt auf, da geht's runter in der Mitte. In so einem Dingens-Dungeon hier findet man doch auch Eisen, oder? In einem Jungle-Tempel? Kann man zumindest Eisen finden. Kann man, ja. Pass auf wegen den Fallen, ne? Ich glaube, 5 Stück müssen wir finden. Moment. Nee. Wow, warte, Scan, da war was. Oh, hier ist Dingens. Fuck. Ich hab das Ding hier geöffnet. Ey, da ist eine Witch. Oh, ich hab einen Diamant. Ich hab Eisen und ein Division-Siegel, auch wenn wir das niemals benutzen werden können, bevor wir sterben, aber ich hab ein Division-Siegel. Vielleicht schaffen wir es in der Welt. Hat hier mal eben einen Block? Ein Block? Da ist immer noch eine Witch. Skate, hast du einen Block? Ja, ich hab einen Spitzhack, ich hau dich raus. Bau die, also, wir den mal runter. Was soll ich? Bau unbedingt die Kiste ab. Achso. Bau unbedingt die Kiste ab. Okay, ich hab die Kiste vergessen mitzunehmen. Bauen wir weiter Holz ab, ne? Ich komm sonst gleich mit einer Axt dahin. Boah. Ich hab's gerade rechtlich abgebaut nochmal. So. Ich hab okay. Die Kiste schon geöffnet. Okay, raus. Ich hab jetzt 30 Seaweed. Okay. Aber was hab ich denn überhaupt? Ich hab 6 Knochen, Adventures Diary, Miniature Tart, Division Seagull. Hab ich auch eins. Geil, ich hab 2 Stück. Oh, geil. Ey, das ist irgendwie. Wieso schwimmt hier ein Villager im Wasser? Ich trau dem irgendwie nicht. Das ist eine Witch wahrscheinlich. Nein, das ist keine Witch. Der Witch ist eine Witch. Der hat kein Dingens auf, der hat keinen Hut auf. Dahinter ist eine Witch. Nein, doch, Coven Witch. Oh mein Gott, ich geh da nicht drauf. Die sind nicht böse, die sind von Witchery. Ja, die sagen euch einfach, ihr interessiert mich nicht, aber bei dem Modpack hier wär ich mir nicht sicher. Kann man das ganz normale Holz... Kann man in dem Modpack ganz normal aus Holz Dinger machen? Aus Wasser, aus Holz. Aus Holz in Ruhe? Geht das hier? Ja, wir haben zwei Truhen gefunden. Achso, okay. Ich hab mega viel Essen jetzt gerade. Sicher, dass sie nichts machen? Durch 5 Eisen kann ich diesen komischen Pott hier machen. Wie geht der? So? Ja, Pott. Und. Ja Pott. Und dann können wir dieses Hackebeil, das ging so, oder? Nee, andersrum? Ah, ich hab die Witch gerechtskriegt, die hat irgendwas gesagt und böse gelacht. Ja, die sagt dir nur, du. Jetzt kriegst du Albträume. Die sagt dir nur, du interessierst sie nicht, weil sie halt eben. Erst, wenn du mit Witcher wie angefangen hast, vernünftig, dann interessiert sie sich erst für dich. Okay. Und nimm mir was, wenn ich die angreife. Wie kann das eigentlich sein, dass ich meinen einen. Doch, wenn du die einmal angreifst, dann greift die dich an. Ja, nein, ich meine Rechtsklick. Das sehe ich dann die Namen von denen. Sind wir inzwischen auf super Hardcore hier? Weil ich regeneriere keine Herzen. Super. Ich auch nicht. Wenn ihr braucht volles Hunger. Und ja, habe ich. Sehr, sehr, sehr lange. Ich habe am Anfang Fallschaden bekommen und jetzt habe ich schon die ganze Zeit rum. Ich habe immer noch Schaden. Es wird Nacht, Leute. Was macht das Teil hier eigentlich? Wo bauen wir uns ein? Hier sind unsere ganzen Maschinen. Ich weiß nicht, ob das. Ist hier irgendwo eine Höhle in den Höhleneingang? Das wäre eigentlich am geilsten. Okay. Ich brauche ganz schnell so einen Juicer. Ich habe mega viel Essen, aber. Ich habe alles aufgebaut, was wir brauchen, außer einen Juicer. Können wir uns solche Dinger. Können wir uns nicht im Dinger einbauen? Oben? Plus 200 und 250 oder so. Können in den Dschungeltempel reingehen, genau. Hast du Blöcke zum Einbauen? Dann gehst du schon mal vor, ich bringe alle Sachen mit. Ich habe nichts zum Einbauen. Kommt in den Dschungeltempel rein oder in den Rook-Dungeon. Ja, haben wir Fackeln? Lasst uns in den Rook-Dungeon gehen, weil da könnten wir runtergehen, wenn wir wollen. Okay, aber, ist halt... Ja, und wo ist das? Nein, das ist gefährlich wegen den Bäumen. Wegen den Bäumen? Ja, da können die Viecher drauf. Die Lianen. Stimmt. Okay, stimmt. Fackel. Ich wollte dringend was essen. Also wohin gehen wir? Wir sollten zum Tempel. Gate, kannst du noch Sachen mitnehmen hier? Oder Flo? Hier liegt zu viel rum und ich kann es jetzt gerade nicht mitnehmen, weil mein Inventar voll ist. Okay, ja klar. Okay, geh du runter. Ah, okay, wenn man etwas isst, dann heilt man sich auch Herzen auf. Okay. So, okay. Okay, Boah, ich sehe schon wieder fast nichts mehr. Wo läufst du hin? Ich sag zum Road Dungeon. Mach mal Smooth Lightning aus. Wenn ich es richtig weiß, macht das auch so ein bisschen heller. Also dann kommt es zumindest heller vor. Ich bin gerade noch drin. Okay, das macht schon einiges heller. Okay. Options, so, dann baue ich hier den Eingang Video mal zu. Settings. Smooth Lighting off. Boah, wie hell das auf einmal alles ist. Hier oben können auch noch Viecher reinkommen, ne? Ja. Nein! Gott, das sind Lianen, hab ich ein Glück. Boah. Ich hab ein bisschen 1, 2, mit diesem Bodenschiss 3. hier, ne? Ja, okay. Ich hab. Hat jemand von euch Mach mal jetzt hier einen Juicer, ich hab 2 Hunger und ich hab mega viel Essen. Ja, warte, Toolstation, okay. Partbuilder, Sensor Table. Ich zeig dir mal noch schnell die Sachen zu, die du vorhin nicht hattest. Crafting Station, wer von euch. Ach, da, gut. An der Crafting Station. Was hast du an Essen? Jeff, pack mal eben deine Ressourcen, pack die mal in die Crafting Station rein. Ich mach daraus das Beste, was wir machen können zur Zeit. Hier ist eine Kiste, erstmal stelle ich. Ist da unten noch irgendwas, oder? Nee. Seaweed, Grape, Bambushut. Okay, dann mache ich erstmal aus Seaweed was. Den Rest nehme ich erstmal raus. Lass mal Seaweed. Okay. Wir hatten das ganze Holz mitgenommen.
Ich hab keine. Bisschen was hab ich noch. Ach, du hast ziemlich viel Seaweed. Lightmeal. Yep. Hab ich reingetan. Oh, das Light hier oben ist nicht ganz ungefährlich. Hier sind noch Löcher drin. Baut zu, wenn es geht. Stock. Habt ihr euch überhaupt die andere Kiste angeguckt hier? Die mit Bissen? Da war ich drin. Ja, ja. Okay. Weil es schon wieder zu ist. Ist das nicht gefährlich, dass hier oben kleine Löcher drin komm, sind? Komm her und beweg dich nicht so viel. Ja. So. Man kann es nicht höher als 6 stapeln. Ach komm, mach jetzt erstmal 18 Stock. Mach so, doch nochmal alles zu, nutze Sicherheit. So, warte, ja. Wie war das Crafting-Rezept dafür? Für das Stock, ach, die beiden Pötte und nicht das. Ich glaube, wir sollten uns ein Loch freilassen, damit wir rausgucken können. Ja, hatte ich auch schon. Gartenzug, bringt die mehr? Ja, hier, da hast du 4 Gartenzug, die müssen dich fast komplett hungern heilen. Okay, es geht schon los draußen. Okay. Oh Gott! Holy. Das war die Fackel. Boah, Alter. Die Gartenzug müssen schon sehr viel besser sein, oder? Hoffentlich war das nicht unten im Keller. Das war unten im Keller. Die heilen, glaube ich, 4 Hunger. Hä? Schön. Wie konnte der da durchschlagen? Ich mach hier einfach zu. Also die können die ganzen Fackeln zerstören. Von diesem Zeug kann ich essen? Von Gartenzug? Gartenzug kannst du erstmal essen, aber halt auch nicht nur so viel wie nötig am besten, weil... Ja, ich esse einfach mal eins. Weiß ich, brauche mein Herz wieder. Das ist ein bisschen... Okay. Stock ist auch was, was ihr im Notfall essen könnt, aber Stock ist eine Grundzutat. Daraus macht man bessere Sachen auch noch. Also okay, ich bin wieder voll. Allerletztes Essen. Wir haben jetzt erstmal ein paar Gartensuppen auf Vorrat. Grapes. Ich brauch 2 Sticks, dann kann ich mir eine Tierschaufel machen. Was? Wie viele Dinger? Vanilla-Tools bringen nichts, Flo. Sie sind ausgestellt. Ja. Hä? Was denkst du denn? Was erwartest du von diesem Mod? Ach so, not enough items zeigt dir trotzdem an, oder? Ja, klar, aber die machen einfach nichts. Das hat Tinkers Konstrukt ausgestellt. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Habt ihr das nur gehört? Ja. Lycanids Mobs, irgendwas. Geeken oder sowas wahrscheinlich. Ja, ein Gecken. So, jetzt mache ich noch Fruchtsalat hier raus. So, jetzt haben wir noch 6 Fruchtsalat. Ich bräuchte auch noch was zu essen. Da ist eh was drin, ne? Ja, also... Was ist mit den ganzen... Ja. Hier sind die nochmal die Seaweed. Die habe ich alle aufgebaut zu Gartensalat. Ach so. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Man braucht halt 3 Stück oder so. Oha, so viel Gartendingens haben wir. Ja, und das andere ist Fruchtsalat. Aber esst nicht zu viel, natürlich. Ja, schon klar. So, die Sache ist... Wir müssen die Zeit irgendwie totschlagen. Ja, Mining, würde ich sagen. Ja, aber wohin? Nehmen wir die Treppe damit und... Ich pack mal die ganzen anderen Werkzeuge, die ich nicht brauche, in die Kiste rein, die ich nicht nutze. Spitzhacke, Schaufel, Axt. Du kannst ja lesen. Adventures Diary. Wo ist die zweite Truhe? Stellt die mal daneben. Cool. Einer muss noch eine Truhe haben von euch. Oh, das Page ist mir. Ich habe eine, ja. Die zweite Truhe habe ich nicht mitgenommen. Stell die mal neben die erste Truhe, dann haben wir Platz. So. Oh doch, hast du die? Ja, aus dem Roguelike Dungeon habe ich die. Ah, okay. Achso, okay. Dann gehe ich jetzt noch hier ein paar Cobblestones abgraben irgendwo. Oh, wir haben Miniature Red Hearts. Ja, habe ich gefunden. Ja, sucht ihr mir jetzt ein Jeweled Apple und alles, ne? Necrotic Bones, juhu. Ja. Oh Gott. Ich habe so. Hier ist Salz. Oh, Diamant. Boah, ich hätte dich fast geschlagen, ey. Schlag mich und ich schlag dich. Ist PvP hier an? Ja. PvP an, das wird so langweilig. Okay, so, jetzt machen wir jetzt erstmal wieder einen Juicer, würde ich als nächstes sagen. Ich hab so Angst, dass die Monster um die Ecke kommen gleich. Scheiße, bau mal zu. Ja. Weil es hier auch halbwegs ausgeleuchtet ist, ne? Hier hinten ist es dunkel. Ich mach hier mal zu. Okay, besser so. Eins, zwei, was haben die eigentlich, diese Hebel hier zu bedeuten? Das ist das Rätsel. Lass es am besten einfach. Ja, das glaube ich sicherer. Auch. Sicherer. Eggman, du hast doch kaputt. 1, 2, 3. Okay, kannst du mal die Tools irgendwie machen oder hast du zu wenig Flint? Ich habe doch alle, die ich noch hatte, reingepackt. Flint, Spitzhacke müsste noch drin. Ich habe noch eine im Inventar, warte, gebe ich dir sofort. Hier, da ist auch eine Flint-Spitzhacke. Okay. Ich grab mich mal Richtung da, weil da könnten wir Clay finden am Wasser. Gott, oh Gott. Da geht's raus, oder? Ja, geht's nicht mehr. Oh. Du musst viel weiter runter zuerst. Ja. Haben wir hier noch irgendwelche Stopfmaterialien? Ja. Oh Gott. Wir sind aber jetzt auch bald schon bei einer Viertelstunde. Wie lange wollten wir diesen Part machen? Ich weiß nicht. Können ja einfach schneiden. Oder? Da geht's wieder raus. Nee, bitte mach's. Schneiden finde ich blöd. Okay. Auch. So, zack. Wie viele Fackeln hast du, Veni? Gar keine. Sind die alle aufgebaut jetzt? Ja. Wo ist denn der Juicer jetzt? Ich hab noch gar keinen Juicer. Wozu brauchst du einen Juicer? Ach so, ja, Cotton, kann man daraus nichts machen? Das ist Baumwolle. Baumwolle. Willst du Baumwolle ach so. Oder was? Kannst du hinhängen und dann kann nur noch die pflücken. Ich weiß ja nicht. Das ist auch wie ein Pilz. Boah, Garden Set heilt einem komplett 2. Oder Essen ist halb alle. Wollt ihr mich verarschen? Ist jetzt schon so wenig nur noch. Ich möchte. Ich hätte den kleinen Ausguck gemacht. Nutz die Z-Sortierung oder ich bring dich um. Nimm das Z. Flo stirbt, wenn das doch irgendjemand macht. Nein, Spaß. Okay. Also ich habe jetzt einfach 6 Suppen im Inventar, wenn ich irgendwo nicht... 6 Stück. Übertreib halt. Ja, es wären genug, dass ungefähr jeder so um die 6 Stück Noki fast kriegt.
Ich hab gar kein Inventar, ich geh einfach und guck grad so raus. Weil ich meine, wenn ich jetzt doch, irgendwo weit weg bin, du essen solltest eigentlich, aber egal. Was machen wir hier jetzt? Ach, ich habe eine Spitzhacke. Du hat jemand meine Fackel, die ich irgendwo abbauen kann. Fackel, du kommst nur zu mir. Bei 15 Minuten sind wir jetzt übrigens gleich, ne? Ja, stimmt. Also entweder wir machen jetzt doch wieder länger oder wir machen jetzt mal einen Cut. Ich hab eigentlich noch voll Lust, aber wir können auch einen Cut machen. Ich glaube nämlich, die Zuschauer haben genauso Lust wie wir, halbwegs. Ja. Und das ist halt Blood and Bones, das war schon immer irgendwie länger. Weil wir auch so lange das machen, ne? So 5 Jahre oder so machen wir jetzt bestimmt schon. Was soll ich jetzt machen? Ich renne die ganze Zeit hier. Die Nacht wir auf jeden Fall noch überleben. Bleib einfach irgendwo stehen. Ja, super. Besser als rumzulaufen. Du kannst es meinen, wenn du das möchtest. Ja, aber in welche Richtung? Ich will mich nicht unbedingt runtergraben, weil da muss man viel springen. Haben wir Dinger, haben wir... Achso, wir haben schon einen Ofen. Ich könnte mal aus Holz Fackeln machen. Stimmt, Holzkohle können wir machen, das ist eine ziemlich gute Idee. Ja, ich wette, das geht nicht. Was nehme ich denn als Baustoff, als Brennstoff dafür? Verarbeitetes Holz, also Holzplanken würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Warte, lass mich rechnen. Nein, warte, 2 Holzplanken machen 3 Blöcke, 2 Holzplanken machen... Ja doch, ist Holzplanken besser als 6. Ist billiger, ja. Oh, ich höre Skelette und alles mögliche. Was wir rausbekommen. Wir sollten nicht so viele verschiedene Gänge graben, wir brauchen dafür viel zu viele Fackeln. Fackeln sind hier oben, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vini, wollen wir den Gang mal dann greife ich ihn wieder zu, wenn hier nichts ist. Also die Decke mal zubauen, dass wir die Fackel mit runternehmen können. Aber hier ist mein Ausguck. Egal, mach unten einen Ausguck. Nein, unten geht nicht, da kommen Viecher rein. Damit einfach eine Fackel, so, YOLO. Ey, wenn da was spawnt und mich tötet. Dann feiere ich das. Einfach mal Strip-Ballen hier. Okay, so, da geht's Richtung Wasser. Bitte finden wir etwas Clay. Bin ich ganz stark für, dass wir Clay finden. Oh, der Mond geht langsam runter, es wird heller. Okay, echt? Wir haben gleich 16 Fackeln, sobald ich fertig bin. Ne, 20 sogar. War so viel? So, perfekt. Lass mal ein bisschen Kohle übrig, weil dann kann man sich aus... Ja, ich lass 2 Kohle. Ich hab Kohle gefunden, soll ich die abbauen? Nee? Ja, ja, bau doch ab. Wenn du weit weg bist und es wirklich riskieren willst. Aber da kommen Monster vielleicht rein. Okay, was? Man braucht... Ganz schnell weg. Ach so, man braucht ja für ein... Braucht man ernsthaft... Lauf! Oh Gott! Alter! Das war die Kohle! Junge! Das war nur ein Stück Kohle! Skelett! Im Haus? Wo? Ich hab's gekillt! Okay. Ich hab mir. Leute, ich hab's. Hier ist noch ein Skelett! Hä? Ich hab gar keine Orientierung mehr. Oh Gott! Einfach nur so ein Stück Kohle abgebaut und die halbe Höhle fliegt in die Luft, Mann! Hä? Wo hast du es gemacht? Den Gang runter, da wo ich es zugebaut hab jetzt. Warst du draußen oder was ist los, Flo? Oh, boah, du hast mich gerade erschreckt. Nein, da ist so eine kleine Höhle und das sind Viecher. Geh wieder zu meinem Fenster und schau da friedlich raus. Ich könnte theoretisch jetzt killen hier. Wenn du dir das zutraust. Sag mal, kriegt man echt aus einer Kohle nur eine Fackel raus? Ernsthaft? Ja, du kriegst auch aus einer Holzkohle nur eine Fackel raus. Boah, ist das scheiße. Ne? Quick Skeleton. Oh, ich kann hier... Oh, Alter, Quick Skeleton, was ist das für ein Vieh? Das hat Zorns 5 oder so. Zenk gerade wieder der Server. Ja. Echt die Serverlage, ne? Ja, hat er gerade. Jetzt geht's wieder. Wer braucht Fackeln von euch? So, jetzt ist der Tag. Jetzt müssen wir raus und Sachen für eine Smeltery suchen. Ich hab 3 Herzen. Heil dich ein bisschen. Und ich hab hier Aluminium. Da ist ein Zombie. Ich hab 20 Pfeile und Division Siegel. Oh, Alter, hier hab ich gerade einen spannenden Kampf gegen das Skelett gemacht. Echt 3 Skelette mit Rüstung und allem. Lagenzombie, du kommst nicht rein, Junge. Hier geht's auch raus. Oh, der Server laggt. In Not, ob ich will hier raus. Komm raus. Warte, der Zombie verbrennt gerade noch. Da unten. Jump! Alter! Alter! Jump Creeper! Gott. Okay, ich bin in Turret. Was bedeutet das? Ja, du bist verwundet und blutest. Du verlierst nach und nach noch mehr Leben, wenn ich's richtig weiß. Nein! Du musst dich jetzt halt irgendwie mit Essen heilen. Ja, so. Muss ich. Ich hab 2 Herzen. Der Plagenzombie, der hat noch 15 Leben, Vini, pass auf. Wow, ist lass ihn da unten essen. Einfach langsam sterben. Können wir ihn boxen noch von hier oben? Qualvoll. Er ist tot, er ist tot. Alter. Okay. Können Zombies Leitern hoch? Trapdoors können Zombies nicht abbauen, ne? Lass uns mit Trapdoors eine Tür bauen. Okay, ich bin hier so unten aussieht. Also wenn da steht hört, dann kriege ich kein Dingens mehr, oder? Nee, ess einfach noch ein bisschen mehr nach Möglichkeit, aber halt nicht zu viel. Wir haben kaum noch was zu essen. Wir haben alles Essen aufgebraucht innerhalb von einer Nacht. Ich hab noch mehr Seegras. Ja, ich bin nicht voll. Ich hab hier Aluminium und Kupfer. Okay, Aluminium und Kupfer, das ist Pfeile nice. Pfeile und Knochen
und ganz viel Cobblestone. Wir müssen jetzt alle für das Smeltery suchen und vor allem auch eine Lava-Quelle. Was soll ich suchen? Ich habe entweder baust du Gravel. Holz ab oder Sachen für das Smeltery halt. Ich baue hier. Lehm und Sand brauchen wir und Gravel. Mhm. Okay, ich hole Sand. Okay, seid ihr schon draußen wieder? Ja, ja. Ich baue hier. Haben wir schon was zum Eisen abbauen? Ne, Eisen brauchen wir erstmal eine bessere Spitzhacke für. Diese Trapdoor hier, da kommt kein Monster rein so. Und wir kommen auch nicht rein. Aber ein Monster kann sich auch nicht abbauen. Schlau. Soweit ich weiß zumindest. Ich hoffe es. Okay. Ich habe nicht so die Ahnung von. Okay, wir müssen natürlich aufpassen. Wenn der Jump Creeper Pathfinding macht, dann bin ich richtig, richtig tot. Wie besseres zu tun? Ich habe gerade auch ein bisschen Schiss hier im Wald, da könnten auch alles mögliche leben, ne? Klar. Der ganze Wald okay. lebt. Also was machen wir jetzt? Ich hole Sand. Bauen. Wie viel Sand soll ich holen? Ich höre noch übrigens Zombies. Stapel bis 1,5, 2 Stapeln wäre ganz geil. Okay. Ja, das habe ich hier. Bambussprosse. Das ist keine mögliche. Da gibt es echt nur hier Sand. Ich suche mal ein bisschen mehr Essen, okay? Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, da kommt jetzt kein irgendwas Böses noch aus dem Wald raus. Ich warte schon drauf, dass irgendein Creeper oder so runterspringt. Ich habe echt extrem Respekt davor. Einen halben Stack habe ich schon. Weiter. Oh mein Gott, hier sind gerade einfach so viele Skills gespawnt. Ich habe gerade so einen Moment gehabt, wo mein Herz stehen geblieben ist. Okay, so dann gehe ich jetzt auch mal raus und suche mal Clay ein bisschen das erste. Boah, warte, du kriegst gerade noch Sand von mir. Ich bin schon wieder extrem beladen hier. Ja, aber ich bin auch beladen und ich muss auch okay. mich bewegen. Hier ist gut, ein Robo-Dungeon. Ach, das ist der. Clay! Ja! Ist auch noch Clay? Das ist noch Clay? Noch mehr Clay? Boah, kostet das, ey. Was machen wir dann mit der Smeltery? Was können wir damit machen? Das Werkzeuge. Ist ein Ofen. Daraus machen wir Werkzeuge und alles. Da ist ein Spawner. Oder, nee, da sterben irgendwelche Viecher unter Wasser. Hier ist Kohle. Soll ich Kohle abbauen? Wenn Luft über der Kohle ist. Wenn du dafür sorgen kannst, dass das Gas nach oben steigt, dann kannst du sie abbauen. Sonst ja, nicht. Ich kann... drüben ist noch ein einziger Sand. Weißt du, was wir machen? Geh in Deckung, ich baue sie ab einfach und dann schauen wir, ob es in die Luft liegt. Geh schon mal so weit weg wie möglich. So. Reicht das hier? Lauf! Es will uns umbringen! Nö, das geht tatsächlich. Ich mache jetzt wieder meine Hold-and-Run-Taktik. Es geht nach oben, oder? Ist weg? Ja. Sieht gut aus. Warte, ich baue das nächste ab. Ich denke mal, wenn du zu nah dran bist, dann geht was hoch. Also ich glaube, weiß nicht genau, woran das liegt. Wenn Luft drüber ist, hat es bisher immer funktioniert, aber ich kenne mich mit dem Gascraft-Mod überhaupt nicht aus. Okay. Ich kenne mich ein bisschen aus. Bevor du hier alles abbaust, lass mich lieber, das ist das Einzige, wo hier in der Nähe... Ah ne, da hinten ist auch Sand. Okay, du kannst die auch abbauen, aber pass halt auf, dass du Kohle nur abbaust, wenn da Luft drüber ist oder so. Das ist mir relativ egal, die Kohle, ich bin hier zum Sand holen. Kohle ist aber echt praktisch, ne? Als Brennstoff auch, falls irgendwas brennen wollen. Ich hab schon nur noch halbes Hunger gleich wieder, Mann. Ich hol gerade wieder Seegras, ich hab schon 39. Was ist da gerade in die Luft geflogen? Hä? Ich hab nichts gehört. Was gehört? Okay, also wenn ich jetzt gleich sterbe... Wie, du stirbst gleich? Dann sterbe ich... Jo, ich habe Regenerationstrank und ganz viel Essen im Roach Dungeon gefunden. Ach, gehst jetzt in ein Roge Dungeon schon rein? Hier ist Clay. Okay, ich habe jetzt einen Zombie und jetzt bin ich weg. Und ich habe eine Splash Potion of Regeneration. Ich habe jetzt 80 Sand, reicht das? Die gibt mir Absorption Herzen. Ja, doch, 80 Sand dürfte erstmal reichen. Gut, ich bring die mal rein. Absorption ist wegen Rüstung, weil hier Natural Absorption drauf ist. Daher kenne ich die Mod auch überhaupt erst. Deshalb habe ich den Schein halt vorgeschlagen als Anti-Rüstungsbot und das hat halt super funktioniert. Und jetzt haben wir Natural Absorption einen Schein drin. Boah, Fruchtsalat gibt ja doch nur 1,5. Nee. Ich hab noch mehr Items. Okay. Ich brauch dringend was zu essen, jetzt langsam scheiße. Hab ich irgendwas zum Essen? Nee. Schaf bringst du essen, wenn ich dich umbringe? Nein. Oh fuck, Sloan ist 1. Soll ich dir was bringen? Wir haben gar nichts mehr zu Hause, oder? Zu essen? Doch, ich hab dir noch eine einzige Gartensuppe. Ansonsten sind wir leer. Einen Apfel haben wir noch. Erstmal essen, die Gartensuppe. Alter! Ich hab gerade auch irgendwie keinen Hunger mehr. Scheiße. Dann muss ich einen Stock essen, glaube ich. Oh Gott, wenn ich noch zu Hause ankomme. Ich hab nur noch 2 Hunger. Okay, ich bin jetzt im Roadrunner. Soll ich dir den Apfel vorbeibringen? Ich loote hier. Stock, das Teil, das mit dem Knochen drin und dieser Teil, da kannst du noch was vorbeibringen. Ich hab noch eine Gartensuppe, habe ich noch. Stock. Jackpot! Ein Kuchen und eine Kiste. Nice. Was? Und Glowstones. Nice. Okay, ich komm zu dir. Ich hab noch 3. Oh Gott, wenigstens was essen. Du hast noch 3 Hungerpunkte. Wenn Veni wieder da ist, können wir uns wieder voll heilen. Flo kriegt nichts, weil er weggegangen ist. Ja. Ich hab jetzt hier Brote und Fisch gekocht. Ja, ich hab noch 3 und er hat jetzt noch 3,5, oder?
Es wird 63 knapp. Seaweed. Nice, sehr Alter. Gut. Aber es ist knapp. Ich habe noch 3. Ich bewege mich gar nicht mehr. Ich bin auf dem Weg zurück. Ich bin gleich da. Ja, sonst ist Stock hier. Das können wir im Notfall essen. Ja, noch habe ich 3. Noch geht's ja. Komm mit dem ja. Boot. Ich bin gleich da. So. Ich werde meine Stencil Chest machen. Dann haben wir mehr Platz in der Kiste vor allem auch. So, Kiste. Kommt neben den... Dahin. Okay, was brauchen wir außer Sand? Also Sand haben wir jetzt genug. Was noch? Gravel brauchen wir noch. Clay habe ich auch schon. Oh ja, ich habe so einen Raum mit einer Jukebox. Oh ja, ich sehe wenig schon. Der bringt dir aber nicht wirklich was, oder? Da ist auch eine Kiste. Oh. Ja, um die 31 Fackeln, mehr Brote, Holz, ernsthaft, eine Alter. Pumpkin Seeds. Schön, schön. Ja, wir brauchen immer noch eine Sense für, aber... Hi. Und böse Zombies. So, die Sachen da wieder rein. Essen. Ja! Oh, bei mir ist gerade richtig, so richtig spannend. Okay, noch wenn ich zweieinhalb. Einen Hit krieg, bin ich fast down. Du hast... Ja, dann komm jetzt langsam wieder mal zurück. Es wird sowieso wieder Nacht. Oh, das stimmt. Guck, dass du vor Nacht wieder hier bist. Mach ich. Was ist das denn hier für ein Block? Wahnsinnig weiter, da ist ein Zombie. Gegen den komm ich nicht an. Okay, ich hab schon Slowness. Noch 2. Dann, ich hab hier Fruchtsalat erstmal wieder. Gartensalat, nicht Fruchtsalat. Hier, schnapp dir. Wo bist du? Ich pack erstmal hier ein bisschen was in die Kiste. Ich hab mir noch ein paar mehr wieder mal. Erstmal auf Vorrat so. Jolo, jolo. Bauen uns hier mal eine kleine Terrasse. Okay, so. Ich schau, dass ich jetzt einfach lebend rauskomme. Ist es schon Nacht? Nein. Naja, aber es wird, glaube ich, oder? Langsam wird's, ja. Du hast noch Ich baue mal den. Wow! Oh, das ist vielleicht nicht okay, gut. Können da Monster spawnen? Ja, natürlich können im Regen Monster spawnen. Okay, jetzt haben wir Clay und alles auch noch. Jetzt könnten wir eigentlich das Smelting. Ich komm zurück. Obwohl. Wobei ein bisschen Gravel noch fehlt. Ich hab nur 21. Boah, das ist hoch. Ja, ich soll einfach. Okay, hier sind schon von allen Seiten irgendwelche Monster. Ich hab nicht mal ein Schwert. Wir müssen das ja alles dicht machen. Ohne Smelting geht kein Schwert. Du musst. Komm jetzt zurück lieber irgendwie. Bau dich aber lieber ich muss raus. Den Kuchen aufessen. Da können wir später noch essen oder so. Dann ist aber kalt. Der ist sowieso schon kalt, wenn du das irgendwie im Jahrhundert oder so im Land steht. Das ist aber kalt. Ja, okay, warte. Ich gucke noch hier den Gang. Alter, du stirbst noch auf dem Heimweg, wenn du so weitermachst. Er hat doch genug Essen gefunden. Achso. Ja, aber ich habe ein bisschen Angst wegen Dingern. Ja, ich habe jetzt jeden Gang einfach zugebohrt. Aber wie? Achso. Oh. Du musst auf dem Heimweg aber gucken, dass du es überlebst. Wir müssen da weiter. Bräuchte mal Cobblestone, hey. Ich hab ein bisschen Cobblestone geholt, aber für den Ofen. Ich meine, du hast eine Spitzhacke, die Cobblestone mine, würde ich mal sagen. Ja, hab ich jetzt auch vor. Irgendwo okay, sag mal, was geht bei euch so ab? Direkt vor unserem Haus. Wir sorgen dafür, dass du nicht stirbst, wenn du zu Hause bist. Mhm. Also mir geht's hier gut. Ja, dann bleib doch dort. Ja, ich will nur so ein Essenschwert oder irgendwas, so ein Temperate Blade oder irgend so. Ich hätte jetzt fast Kohle jetzt abgebaut, Alter. Meinst du, ich kann jetzt noch Kohle Gravel abbauen gehen? Ich würde es nicht riskieren, wenn ich ehrlich bin. Hier ist, bei uns ist im Gang Gravel, den kannst du mitnehmen. Genug Gravel? Ich weiß nicht, es dürften schon 10, 20 Stück sein. Perfekt. Ich brauche nochmal ein bisschen Stein ab. Oh, ich habe was gefunden. Ah, nee, doch nicht. Also, ich glaube, wir haben schon unseren Rekord von Überlebenszeit hier getoppt. Wo hab ich denn jetzt hier reingebaut, verdammte Scheiße? Ja, auf jeden Fall. Problem ist nur, wir brauchen immer mehr Essen, ne? Ja, aber sobald wir Smelter haben, können wir was anbauen. Wer weiß, wie lange es noch Segras gibt. Ja, wir können halt gleich was anbauen, so gesehen. Hey, hier ist Promentium-Ohr. Bringt das uns was? Erst wenn wir das Smelter haben, bringt das meiste was. Na, so. Super. Macht zumindest nur 64 Grout das erste, so. Hey, haben wir 8 Kohle? Nein, haben wir nicht. Wir können diesen Dschungelbaum, der auf unserer Terrasse ist, aber abbauen. Oder zumindest ein bisschen abbauen. Ja, hatte ich auch vor. Aber dann, das ist doch voll traurig, der war so schön. Ist hässlich. Hat noch irgendwer Fackeln? Ich habe eine. Wo brauchst du die? 30 Stück. Und ich habe eine Sir-Poos. Nein, warte, dann mache ich diese Räume hier zu. Protection. Ich mach mal hier. Okay, dann komm mal zurück, Flo, weil wir die Folge auch langsam beenden wollen. Wir sind jetzt bei einer halben Stunde. Ja, okay, ich komm schon. Na, lala. Ist immer noch Nacht? Jetzt ist mittlerweile Nacht. Jetzt wird's langsam dunkel, ja. Okay, das könnte zum Problem werden. Moment, hier ist die Map. Ich könnte einfach in Richtung von euren Gang, von eurem Dschungeltempel gehen. Durchgraben oder was? Kannst du auch machen. Da geht ein Gang in die Richtung. Was du alles hier entdeckst, ne? Was ist Sarah Brick?
Das ist das für die Smeltery. Brick ist für die Smeltery. Und was ist Kraut? Ach, aus Sand und... Lass mich raten, aus Sand und... Ich hab ne Truhe, ich hab ne Truhe. Flint und Clay wird das gemacht, Temperate Blade. Flint und Clay, okay. Hier ist eine Pressure Blade mit, was ist darunter? Monster Spawner Throne Potion, ja klar. Ja, lass dich nicht vergiften oder so, ne? Mach mich bestimmt One-Hitty. Ich hab hier so einen mega coolen Raum gefunden. Mit Deckenbeleuchtung. Okay, bei 52 Kilo, oder keine Ahnung, was für eine Einheit das ist, Minecraft Kilo, ja. wird die Anzahl gelb. Okay. Ja, ich weiß, ich bin bei 127. Soll ich vielleicht ein bisschen was wegwerfen? Vielleicht solltest du echt noch mit deinem Schwein hier Zeugs hier zurückkommen, bevor es noch schief geht. Ja, ich bin schon fast unter eurem Tempel. Was? Ich bin jetzt... Ich muss jetzt noch ein paar Blöcke, da bin ich unter dem Gravity-Dingens, wo Nodop vorhin war. Okay. Ich glaube nicht, dass meine Spielzeuge das schafft. Du kannst, wenn du Flint hast, die Spielzeuge... Ah, nee, das kannst du nur Naturstation. Ich kann dir aber entgegenkommen, wenn du mir sagst, wo du bist. Ich grabe mich einfach geradeaus nach oben. Wir haben schon mal ein Zero Tank, wir machen Fortschritte. Ja, auch wenn er gleich drauf gehen wird, wetten das? Ich habe jetzt ein Eisenschwert mit Unbreaking 2, also. Fragen wir Thomas Gottschalk. Alter. Nee, der macht gar kein Wetten das mehr. Wer macht denn das jetzt nochmal? Markus Lanz. Wo das ist. Ja. Jemand Schlechtes. Ich werde jetzt wahrscheinlich gehatet, weil ich nicht weiß, wer Wetten das macht. Ich glaube, Markus Lanz muss man nicht kennen. Das ist ein Spawner von einer. Damage Potion, der hat mich gerade gehittet, aber macht nichts. Ich hab den effektiv abgebaut, das hab ich viel Level. Oh Mann, machst du mir Angst? Kann mir nicht irgendwo noch eine Fackel über? Hier geht's nichts. Oh nee, wieso? Oh, ich hab genau 9 Blöcke kann ich abbauen. Können wieder Holzkohle machen. Wenn ich mich gerade nach unten baue, dann wette ich einfach, dass irgendwas auf mich drauf fällt. Ja, bin ich ziemlich sicher. Ja, Flo, das ist doof. Also, wo bist du? Bin auf, Warte, ich schreib's mal eben. Brauchst du eine Axt, Veni, vielleicht? Hier, nimm dir mal die Hatchet. Danke. Aus Flint. 234, oh Gott, 51, 249. Oh. Das ist wirklich nicht weit weg. Also X und Y müsstest du den Gang bauen. Was war? Oh Gott, wurde er nicht geboxt? Ja. Wo? Nicht? Ich bin runtergeschlagen. Mach überall zu. Okay. WTF. Ist mir zu Hot Topic hier oben. Oh, Alter. Oh, Redstone macht Licht. Was? Fuck. Redstone macht Licht? Natürlich. Ich esse nicht aus. Guck, weißt du, was wir machen können? Wir können jetzt so. Geh mal weg. Es blitzt, ich hab Angst. So, legen wir einfach Redstone, jetzt macht minimales Licht. Ja, das stimmt. Reicht es aber auch, um Zombies zurückzuhalten? Keine Ahnung, wir sehen mehr. Ich sehe eure Name-Tags. Seht ihr mich? Sneaken! Alle sneaken. Welche Name-Tags, Flo? Also, ich sehe keine Name-Tags. Wollen nicht so sein. Doch, eigentlich schon. Ich hab die Kuchen nicht aufgegessen. Da muss wohl zurückgehen und sterben. So, einmal. Jetzt im Ernst, was hat es mit diesen Hebeln hier auf sich? Das ist ja, das Rätsel, Kiste, wo du eine extra Kiste finden kannst. Hast du noch nie das gemacht? Oh, meine Spitzhacke hat sich gerade ausgegangen mit einem Block, dass ich hier hochkomme. Wo bist denn du jetzt? Pau. Hier untätig. Oh. Irgendwo, wo Erde ist. Okay, ich habe jetzt die Grundzutaten des Meldes fast fertig. Theoretisch müsste ich irgendwo. Ich habe jetzt in der Richtung. Guck mal in Richtung 2, F2. Also 3, nach Norden. 4, 5, 6, 7 und dann nur noch Blöcke. Okay. Wo ist denn hier Norden bei dem Ding? Hier ist Richtung Norden. Ach, ja? Gravel. Ich sehe keinen. An der Oberfläche oder? Ah, ich sehe deinen Namen, ja. Ja, ja. Da hinten. Ah, ja, da. Okay. Mist, ich bin noch nicht an der Oberfläche. Du brauchst doch noch ziemlich lang zu uns, ist es gerade Nacht. Ja, ja, das ist eine ziemlich weite Strecke noch. Ich dachte, die wäre die Oberfläche, aber das war nur so ein Dirtspot. Was ist das? Prometheum-Ohr. Ja, das habe ich vorhin auch schon gefunden. So, ich habe jetzt die... Jetzt fehlen nur noch Seaweed Bricks. Ich habe den Table, das Faucet, den Tank, die Drain und den Controller. Nein, ich bin jetzt hier... Ich komme nicht mehr weiter, ich bin hier von Stern umschlossen. Ja, gerade dann mich musst in deine Richtung, Flo. Wenigstens habe ich hier eine Jukebox. Ich höre die Musik. Die Musik heißt auch noch Wait. Oh, ist das geil. Ist das geil. Ich hab die Musik ausgestellt, das hörst du, glaube ich, ne? Oh. Oder? Moment. Ich höre die. Doch, ich höre sie auch leise. Ich muss auch. Skate, Musik. Kannst du mir eine Pickaxe hier runterbringen? Weil meine Skate kaputt und ich nicht zurück ins Spawn hier vielleicht. Bist du hier drinne? Ich sehe dich nur nicht? Ja, ich sehe dich hier. Veni. Boah, das hier, ist aber ein bisschen scheiße mit dem Licht. Danke. Ich hol mal Fackel. Du zu mir? Ich hab wenig eine Spitzhacke gegeben. Ja, ich hab schon. Ja, wir brauchen irgendwie Fackeln. Ja, Fackeln wären gut.
Was machen wir jetzt am besten? Mach mal aus dem Kabelstone über, ja. Ja, mach noch einen Ofen. Ich mach so viel Treppen wie möglich, dass man nicht springt. Ich habe gar keine Spitzhacke jetzt gerade, um das hier abzubauen. Warte, du hast kannst meine haben, hier. Okay, dankeschön. Dass man was? Dass man nicht so viel springen muss halt. Also. Ja. Das ist ein Silberfischstein, oder? Das war so langsam abzubauen. Das Wasser. Aber muss trotzdem aufpassen mit dem Licht. Ich baue jetzt einfach Stein mit der Hand ab. Oh mein Gott, was ist das für ein Wasser? Ich will das gar nicht wissen. Bloß lieg mal nicht. Ah, okay, ja, ist nichts. Ich baue jetzt einfach Stein mit der Hand ab. Ich will hier raus. Ah, fuck, ich komme jetzt gerade nicht hoch. Aber für uns steht es ziemlich gut. Boah, wie machen wir das jetzt am besten mit den Fackeln? Eigentlich müsste ich ja nochmal. Oh Gott. Wir haben Ich will jetzt gerade die. Hä? Wo hast du denn Fackeln? Flo bringt doch gleich irgendwie so einen halben Stapel oder so mit. Ja, ja. Achso. Oberfläche! Nein, Flo, bleib unten. Bleib unten, okay. wir haben noch einen Weg hier. So, ich hab mal bis zu wenig rund, also bis zu dem Ort, wo ich runtergegangen was Treppen gebaut, dass wir nicht mehr springen müssen dafür. Ja, aber wegen ist vorne irgendwas drin. Oh Gott. Was? Wir brauchen okay. Fackeln. Broken. Wollen wir sonst. Wir sind jetzt bei weit über einer halben Stunde schon. Wollen wir uns einfach nur eine Folge pro Woche machen, aber dafür halt echt so eine dreiviertel Stunde, wo wir jetzt gleich sind oder so? Ich weiß nicht, wenn ihr wollt, so wir nehmen, wir könnten hier noch ein bisschen weitermachen und dann teilen wir das in zwei Folgen. Ich hasse es, Videos mittendrin zu cutten, ohne Verabschiedung und Begrüßung. Das mache ich nicht. Kann ich einfach nicht. Ich würde sagen, wir machen irgendwie so ein Sonntagsprojekt daraus, dass jeden Sonntag so eine Folge kommt. Ich bin endlich bei euch. Ja. Jawohl. Ich würde sagen, das machen wir zumindest mit dieser Folge und in den Kommentaren könnt ihr Zuschauer entscheiden, so jeden Sonntag irgendwie eine dreiviertel bis Stunde oder lieber zweimal die Woche eine halbe, viermal die Woche eine Viertel. Oh, ich finde öfters die Woche finde ich irgendwie cooler. Klar, weißt du, die Spannung ist hier. Dann hätte man zum Beispiel was, wo man sich jeden Sonntag freuen kann. Vor allem ist das dann immer was Spannendes. Ich weiß nicht mehr bei wem, aber bei irgendeinem YouTuber habe ich mal nur sonntags gab es da ein Projekt, was echt nur auf eine Dreiviertelstunde ging oder sowas. Jetzt komme ich jeden Sonntag. Jetzt habe ich richtig, richtig coolen Loot. Tötet ihn dann mit seiner Ausrüstung! Nein! Ja, hör auf, nur noch. So. Das Allerwichtigste. Oh yeah. Ja! Party! Für die Hunger, ich wollte nicht machen. Okay, warte. Hat irgendwer von euch eine neue Kiste oder so? Hier ist noch eine drin. Nein, ist noch drin in der Kiste. Kistception. Dann stell ich mal irgendwo auf den Weg, mein ganzes. Ich hab nämlich jetzt auch mega viel Cobblestone. Ja, ich hab den Block gerade abgemacht. So, da ich hab Redstone-Lampen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Fenster. Ah ja, hier ist schön. Jetzt kann ich Sealed Bricks machen. Wir brauchen nur noch eine Lava-Quelle, dann haben wir fast. Oh, eine Redstone-Lampe. Ja, ich hab viel gefunden im Dungeon. Dann setz ich auch noch eine hin. Oh, so diese Fortschritte hier, ne? Geht nicht. Ich bin so stolz auf uns, dass wir das geschafft haben. Wir haben jetzt sogar noch Essensvorrat. Bau mal die Block hier ab. Man, das setzt sofort hin, ne? Ja. Nicht schlecht. Okay. Was kann ich als bessere Kisten machen? Welcher Kistenmod ist hier drauf? Chest? Metallurgie-Chest sind hier drauf. Das heißt, Breathing, jetzt könnten wir es machen. Okay, also wer von euch blutet? Wer bräuchte jetzt viel Hunger? Weil ich habe 6 Brote und 3 gekochte Fische. Wir haben noch ganz viel Essen auf der Zeit. Wir haben jetzt echt einen Vorrat. Wir sollten fast ein Sortiersystem mittlerweile bauen. Ich habe Bücher auch hier. Ich habe 32 und nochmal 23 Oakwood und ein Schneeball. Oh, ist das geil! Alter! Stone Bricks, Pressure Build, Pumpkin! Weißt du, im Hintergrund diese geile Mucke, ne? Ja. Ich schwöre dir, sehen wir jetzt alles so zurück und alles ganz chillig und auf einmal kommt so ein Ender Creeper und boah, ich warte auch schon drauf. Fenster, wo ich rausgucke und wir sind alle. Ender Creeper sind aber auch nur aggressiv, wenn du sie anguckst oder vorher geboxt hast. Ja, was schwimmt da hinten im Wasser? Oh mein Gott! Wo? Ich will auch sehen! Guck mal, das ist ein Fenster! Ist das riesig! Was? Hier ist noch ein Fenster. Es geht, geh mal weg da. Was zur Hölle ist das? Wo denn? Da das ganz ist hinten am Ufer. Das ist WTF, das ist ein Baum. Oder ein Trend. Echt? Achso, ja, das ist ein End, ja. Die sind nicht. Okay, die machen schon ein bisschen Damage, aber. Ich bin gerade in meinen Bildschirm reingekrochen. Okay. Ja, jetzt wäre aber mal in guter Position, um Schluss zu machen, oder? Wenn wir wieder alle zusammen sind. Ich möchte die Smeltery noch aufbauen. Ja, und ich will noch das und das und ich will noch den Enderdrachen besiegen. Ja, jetzt sind wir schon bei 38 Minuten. Blut und Blut ist. Ich hab doch, hatten wir nicht gerade gesagt, aber jetzt so. Ich bin nur noch hört, also das macht nichts mehr, das ist nur noch von vorhin. Achso. Wollten wir jetzt nicht noch so dreiviertel Stunde draus machen? Hatte ich mich so verstanden. Jetzt baut dann das Smeltery auf und dann ist gut. Ist hier die Vorderwand? Okay, Ach, wir haben hier schon eine richtig coole Base hier. Ist alles aus einem Dschungeltempel, sowas entsteht. Also die Pfeiltür hier, die ist richtig, richtig sinnvoll. Wenn alles daneben gesprengt ist. Ja, da kommt kein Vieh. Das ist der einzige Weg, wie man hochkommt, die Treppe hier. Und die Zombies können das hier nicht aufmachen. Ja, würdet euch sterben, wenn ich einfach zubaue? Nein, erstmal nicht, das können wir wieder aufbauen. Nö, ist doch gut. Wir sollten hier auch noch Treppen hinmachen. Hier ist ein Zombie, den könnte ich echt töten. Boah, ich geh zur Musik. Das ist gechillt. Oh, hey, es wird wieder Tag. Also wir haben noch nicht genug Sealed Bricks für eine komplette Smeltery. Jetzt fehlt einfach noch ein bisschen
Gravel, glaube ich. Also ich habe hier meine Temperate Blade, so. Ich bin hier der Angreifer. Der Barpo. Ja. Du hat auch mal was erreicht. Ja. Oh, übrigens, Regeneration als Splash Potion für 33 Sekunden habe ich. Krass. Falls mal einer wirklich serious am Sterben ist. Okay, dann wäre das jetzt hier der erste Versuch, mit dem wir wirklich was geschafft haben. Ja. Und wo wir überlebt haben. Hat zufällig gerade über? Was? Hat jemand von euch Gravel ein bisschen noch? Nö, ich hab gar nichts. Dann können wir die Smeltfield auch nicht weitermachen, gar nicht. Ich hab nur noch einen Gravel, daraus kann ich zwei Crowd machen. Das hier drüben gehen. War doch noch welches, oder? Stimmt. Hier ist noch Gravel. Direkt von unserem Haus ist Gravel, wenn Flo ein bisschen was tötet. Der hat ja ein starkes Schwert. Aber das Ding ist, wir müssen auch erstmal rauskommen. Durchschlagen kriegt man ja auch Hunger. Wie kommen wir da überhaupt an Lava ran? Hast du eine Lavaquelle zufällig gesehen auf deinem Weg im Dungeon da? Oh Gott! Denk nicht, da war nur Feuer, aber ich könnte doch ein bisschen erkunden, weil die Mobs, die spawnen nach einer Weile wieder. Oh, ich hab was. Skelett hier reingekommen. Wo ist denn hier ein Loch drin? Wer hat ein Loch reingemacht? Hilfe! Ich hab sie gekillt. Leben alle noch? Wo sind dort die reingekommen? Oh. Ich würde aufpassen, das Gravel ist, glaube ich, auch an der Oberfläche. Ich hab 16 Gravel. Schau, warte, hier, guck. Mach den hier. Moment. Ist hier nur Special Mobs drauf oder ist hier auch dieser Mod drauf, wo die Zombies abbauen können? Manche. Zombie-Awareness, oder wie das heißt. Ja, denk super. Nicht, dass die Zombies Blöcke abbauen können. Ist, also, okay, nee, sind noch zwei Gravel. Zombie-Awareness ist ein anderer Mod, das ist, dass Zombies Gruppenkeile machen. Aber es gibt einen Mod, der ist, glaube ich, auch im Blattenbonus drin, dass nach einer Zeit, umso länger man spielt, so Meteoriten runterfallen, so Tore zur anderen Welt und dass da so ein Invasion-Mod rauskommt. Ach, du meinst Hostile World. Stimmt, der ist drauf. Sollte ich irgendwie Angst haben oder so? Also, ich erkläre es mal ganz kurz, das ist ein Mod. Also ungefähr nach 12.000 Ticks, also eine gewisse Zeit, nachdem man angefangen hat zu spielen, öffnet sich ein Portal und es kommt eine Invasion von irgendwelchen Monstern. 12.000 Ticks sind nicht mal ein halber Minecraft-Tag. Okay, dann 120.000 oder so, ich weiß nicht. Nach einiger Zeit. Wow! Bedeutet, selbst wenn wir jetzt hier was hinkriegen, dann kommt kommen Aliens und killen uns. Aber ich glaube, auf Servern sieht es aus am Anfang, ich bin mir gerade ganz unsicher. Aber die kommen doch nicht hier rein, oder? Doch, die bauen alles ab. Das ist einfach ein Meteorit und das spawnen irgendwelche bösen Viecher. Ununterbrochen, so wie Invasion Mod oder sowas. Weißt du, wie Hostile World drauf ist hier direkt? Also, ich habe Hostile World, wenn ich es eingebe, gibt es da Items für. Wie wär's denn? Ich würde mal sagen, kannst du bitte bei dem Part-Builder oder bei dem ganzen Tinkers Construct-Zeug aus Smoothstone-Tools machen? Nein, Netherrack könnte jedenfalls, wenn Netherrack hätten, aber. Ich habe keine Smeltery und da geht es halt weiter. Wir müssen Steinparts, also Stein-Tool-Vorlagen einmal machen, um dann in das Smeltery Aluminium-Bars rüber zu gießen. Da steht ein Zombie auf unserem Dach. Okay. Ja, ich sehe es gerade auch. Sonst mach du mal alle Tools, die wir haben, einmal aus Stein schon mal fertig, eine Vorlage. Der backt hier so ein bisschen durch. Ach, unser Redstone hier ist so schön, ne? Unsere ganze Basis ist so schön. Ich gucke mal mit F5, was hier so abgeht. Zieh den mal an. Komm, Skate. Leg mal dran. Was? Du hast die angesammelt, die CD. Also. Hey, wo baust du das hin, wie hier, den Gang? Den wollte ich eigentlich nur so machen, dass man dann ins Wasser springen kann. Weil wir kommen ja vorne schlecht raus, wenn die Zombies da noch stehen, wenn es regnet. Ach so, hier da unten sind auch noch Zombies. Lass uns Teleporter bauen. Da würde ich noch ein bisschen weiter bauen. Oben drauf ist einer, pass auf, dass der da nicht gekommen ist. Nee, ist nicht, ich hab mit der 5 geguckt. Okay. Der ist runtergefallen, kann mit der 5 rausgucken? Ja, wenn du hier stehst und dann mit der 5 guckst, dann musst du gucken. Du musst dann immer auch das Dach machen, ne? Sonst kann der von oben rein. Ja. Warte, oh, bringen wir noch ein bisschen mehr Cobblestone. Wow, das ist cool, das wusste ich gar nicht. Oh shit. Fuck, ich hab sie falsch aufgeguckt. Meine Pickaxe ist kaputt. Ich brauche ein neues Flint, um sie zu reparieren. Ja. Okay, jetzt sollten wir sicher ins Wasser springen können. Ja, aber wir müssen auch wieder hochkommen danach, ne? Haben wir jetzt gar kein Flint auch mehr? Nee, ja, eigentlich nicht, aber unten ist auch ein bisschen Gravel, wenn du das willst. Ja, dann müssen wir noch mehr Gravel haben. Man kann Spitzhacken aufwerfen, die kannst du einzelnen Parts austauschen. Das geht aber nur in diesem Tinkers Construct, nicht in dem, was wir auch in Schein drin haben, zum Beispiel. Du kannst Musik. Toolparts aufwerten und somit einzelne Parts. Ey, das ist echt geil mit der Musik. Ja, wirklich. So. Ich mach jetzt einfach Redstone fucking. So, was soll ich jetzt als nächstes machen? Ich bin wieder arbeitslos. Ja, gefeuert. Kündigen. Ich gehe wieder in die Roach Dungeon. Ich würde. Ich lasse euch hier die Regeneration Trank, falls ich es nicht schaffe. Obwohl, ich sollte mir den mitnehmen, wenn irgendwas Böses kommt. Ich finde das voll gut. Das Böse wird dich one-hitten. Ich möchte auch mitkommen. Ich hab schon ziemlich viele Monster hier gekillt eigentlich. Selbst mit der Spitzhacke, aber das zählt auch.
Wo ist denn der Gang? Ach da. Nee. Wo ist denn wollen der Gang? Wollen wir nicht in den Dungeon später mal zusammengehen demnächst? Den habe ich zugebaut, den Gang. Wenn wir alle Waffen haben aus der Smeltery, das dauert jetzt ja nicht mehr lange, so gesehen. Ach so, da, halt, ach, du hast hier schon deine. Guck, es fehlen noch ein paar Seaweed Bricks, die schmelzen gerade. Ich glaube, 4, 8, 16, 24 Seaweed Bricks müssen noch schmelzen. Das ist alles oben drin. Was war hier? Irgendwo ein Creeper runtergefallen. Da ist ein Loch. Na nee, doch nicht. Nur eine Treppe. Mhm. Ja, jetzt wahrscheinlich draußen irgendwo runtergefallen, hoffe ich. So, Fackel. Da mal ein bisschen Licht für dich. So. Ich hab Angst vor Redstone-Fackeln. Wow, wieso hast du hier abgebaut? Ja, ich baue das hier gerade ein bisschen besser. Prometheum Ohr ist dann auch überall. Kannst du abbauen mit der Spitzhacke, wenn es geht schon. Ja, nee, Flint geht nicht. So. Okay. Aber unten ist jetzt schon wieder knapp, oder nicht? Ja, ich chill hier weiter rum. Ich hätte noch ein bisschen was. Ich leg da mal was in die Kiste. Aber die Fische bringen nur einen Hunger. Okay, du kannst, bevor ihr was esst, drückt immer einmal U drauf. Viele Dinge kann man halt noch verbessern. Da müssen wir halt nachschauen, ob das wirklich geht. Ich warte noch ein bisschen. Ja, stimmt, mit Fisch kann man ein bisschen Zeug machen, aber ich glaube nicht, dass wir es haben. Wow, das Gartensuppe haben wir hier. Kann man Moment, Gartensuppe machen. Mit Fisch und Wildgras und so kann man Sushi machen. Was für ein wunderschönes Fenster wir jetzt haben. Mit Pot, Brot und irgendwie Porkchop oder so können wir auch Essen machen. Aus Fisch kannst du Sushi machen, aber nee, der ist schon gebraten, der Fisch, oh. Guckt euch mal das schöne Fenster an oben. Ja, das taugt. Vor allem nebendran das hässliche Oha. Fenster. Richtig, richtig cool. Wo ist jetzt der Gang, Vini? Smeltery hier steht. Wir brauchen nur einen Lava-Eimer. Da, ja. Wenn du die Blöcke aufmachst. Wir kommen nicht weit genug runter. Okay, aber ich habe Angst, dass da direkt was dahinter ist. Dahinter ist noch eine Schicht Cobblestone und dann ist da. Ich würde der Gang, ich habe mich ja hochgebaut und irgendwie komplett komisch gegraben, da will ich nicht zurückgehen. Okay. Brauche ich nochmal ganz kurz ein Holz und ein Stick zum Schmelzen. Können wir nicht ganz nach unten gehen für die Lava, oder? Ja, klar, kommen wir aber... Kommen wir überhaupt bis ganz runter? Unfired. Ja, hier ist kein anderes Cobblestone drin. Das ist ausnahmsweise lieb. Das ist voll komisch. Bist du dir da sicher? Nee, um ist es Tag? Ja, es ist Tag. Ja, es ist Tag, hat aufgehört zu regnen. Ja, guck, beim Fenster. So, wir müssen Lava suchen. Hat jemand von euch einen Lavasee zufällig gesehen? Ich habe zwei Claybuckets. Das heißt, zweimal Lava kann ich tragen. Wir haben kein Essen mehr, oder? Gib mir die mit. Ich suche im Road Dungeon. Das ist nahe an der Untergrund-Dingens. Wir haben kein Essen mehr. Nichts mehr schon wieder. Haben wir alles in dieser Nacht aufgebraucht. Ja, schnell geht's. Ihr habt noch hier ein paar Brote, die ich euch reinlegen kann. Ich kann nochmal mit dem Boot rausfahren. Die Smeltings, die fehlt uns noch Lava. Dann können wir Kupfer schmelzen, dann können wir uns Metal machen. Ja, dann gib mal einen Eimer oder so. Jetzt sind wir übrigens schon bei einer Dreiviertelstunde angekommen. Hier ist ein Eimer Flo. Und? YOLO. Okay, weiter geht's. Ich komme mit dir mit Flo. Wolltest du nicht vor einer Stunde oder so aufhören mit aufnehmen? Ich würde draußen gehen. Frage hast du irgendeine Waffe oder eine Spitzhacke? Ja, das habe ich. Die Frage ist, ob wir nicht Lava einfach draußen irgendwie in Deadly Forest kommen. Lava sehen ab und zu mal vor. Wenn ich, da unten ist ein Armor-Tommy, das glätten. Und da habe ich keinen Bock runterzuspringen. Ja, ich kann ihn killen. Das ist im Wasser, ne? Nur, dass du weißt. Bei wenig. Okay, es ist wenig schon unten. Ich bin schon lange weg. Ich park hier bei dem Boot. Hä? Angst vor dem Vieh. Es ist ein Zombie und ein Skelett da unten. Siehst du das? Hä? Wo ist jetzt Vini hin? Gehst du vor? Ich gehe jetzt hier gerade Zombie, weil Vini meinte ja, der war vorhin auf dem Dach oder so. Ja, der ist aber runter. Das ist ein Zombie, ich höre es gerade, okay. Ja. Folg mich halt. Schlechte Idee. Oh mein Gott. Was? Wollte ich ja verschwinden. Ich bin gerade in diesem Deadly Forest. Oh. Der macht sich irgendwie unsichtbar, der Zombie. Echt? Ja. Haben wir jetzt schon lokale höhere Okay, jetzt ist er auf dem Ding, jetzt ist er auf dem Sand. Der ist super schnell. Oh Gott. Hungry Zombie. Hungry Zombie wenn du auf 1, halt, tot. Noch, ne? Ja, aus. Ich habe einen Zombie-Kopf bekommen. Nice. Hey, voll geil. Die brauchen wir zum Boosten von Zombie-Head, Pickaxe-Booster, Max-Tier-Kopper. Ja. Soll ich mal runterzukommen? Können wir den Spitzhack mitboosten. Willst du jetzt mit den Roach dungeon? Weil dann komm mal mit mir. Ich laufe jetzt gerade hier mal so an Land rum, um zu schauen, ob ich das finde. Aber ich habe nichts zu essen mitgenommen, fällt mir gerade ein. Scheiße. Leckt, oder? Ja, das ist sehr klug. Sieht übrigens ziemlich geil aus, unsere Aussteige da. Wir könnten uns eine Angel machen. Eine Angel? Ja, stimmt, oder? Fischen. Also angeln. Haben wir String? Stimmt. String ja, habe ich. Ja. Habe ich aus dem Dungeon. Oh, dann können wir da perfekt runterfischen, da wo ich das gemacht habe. Ja. Wir können uns Kaktusjuice machen. Wo seid ihr jetzt bringen? Alle? Oh Gott, es wird schon wieder Nacht, ne? Tatsache, es wird schon wieder Nacht. Hä? Ach so, dann haben wir jetzt aber ernsthaft ein Problem. Tag. Richtig. So. Wir haben aber nicht mehr genug Nahrung für die Nacht. Jetzt müssen wir uns was überlegen. Immer schlimmer und schlimmer. Ich bin jetzt noch am Meer. Ich kann noch ein bisschen Seegras abbauen, aber ich bin ziemlich weit draußen und mein Boot ist weggeleckt. Das ist scheiße. Das ist nicht gut. Okay, jetzt wird's wieder ernst. Okay, scheiße. Toll, kaum was erreicht, sterben wir alle.
Wir sollten, wenn, dann aber in unserem Haus sterben, dass wir unsere Sachen beisammen haben. Ja. Ah, Creeper! Am Haus! Nein! Im Haus? Ach du heilige Scheiße, Alter. Oh Gott. Oh. Kommt man hier rein? Poison Clouds. Ich kann mich hier auch nirgendwo wieder reinbauen, das heißt so, ne? Das sind andere Sachen. Das sind keine Poison Clouds. Ja, ja, ich ernte gerade. Okay, anders als gedacht, ist hier keine Lava im Deadly Forest irgendwo, das heißt, muss ich wieder nach Hause. Ah! Ich kann später mal die Road Dungeon schauen. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. Oh Gott, es wird dunkel, ich sehe schon. Oh, oh, da ist es explodiert. Ja, das war ich. Hab's aber überlebt. Kommen wir denn vernünftig ins Haus rein? Jetzt. Über die Trapdoor, ne? Oder wie bist du rein? Ja, das ist der einzige Weg. Okay, okay. Go, go, go! Bin alleine mitten auf dem Meer. Ja, ich bin nicht mitten auf dem Meer, aber ich bin auch alleine und ich glaube am Strand lang, Mann. Funktioniert die Smeltery? Lava fehlt für die Smeltery halt. Ach so, okay. Ach, dann wären wir schon fertig, okay. Ja, die Smeltery steht komplett. Ich könnte anfangen zu schmelzen, hätten wir Lava. Boah. Hm. Scheiß Creeper. Oh, mein Hunger wird schon wirklich wieder ein bisschen 21 Seegras konnte ich noch holen, aber... Ich kann hier ein Peach-Sampling machen, also... Dass die komischen Dinger hier wachsen. Okay. Jetzt krieg ich Mining-Fatigue. Boah, geil, man kann die Sandwiches und Hotdogs machen. Wie geil ist das denn? Da brauchen wir halt auch wieder so viel Zeug für. Wir haben noch Pot, oder? Haben wir doch einen. Zeug hier kann man juicen. Mit allem möglichen. Nee, haben wir nicht. Kannst du gut für alles juicen, ja. Aber muss halt immer schon irgendwas Besseres möglich ist. Mit Stock oder so zusammen. Boah, jetzt laggt's wieder. Ja, bei euch auch. Ja. Ah, jetzt. Ah, expect. Ah, so, ja, der hat gespeichert. Okay, ich lege mal die Peach hier rein. Mhm. Zombie Head kann ich hier reinlegen. Und jetzt hier drauf. So. Oh Zack. Gott. Scheiße, da braucht man für alles wieder Eisen. Ach, Veni, bist du das unten? Ja. Oh Gott. Warte. Ach, Notop. Lauf ein bisschen nach rechts dort. Warte, bleib dort unten. Da gibt's einen anderen Weg, wie du einfach reinkommst. Notop, ich bin hinter dir. Boah, ich geh bleib mal da unten. Ich geh wieder ins Warme. Ich komm schnell zu euch. Ich kann hier nicht lange bleiben, Mann. Ich hab was zu essen. Also komm doch schon. Mehr Angst um die Monster, als um, dass ich verhungere. Ich hab ein bisschen was zu essen im Notfall noch. Hier hab ich so einen geheimen Bunkergang. Ich chill. Da, hier, warte. Warte. Das ich Licht denk... da? Schau mal nur, ob da, wo das Licht ist. Da, sieh mich. Hier. Ja. Was grunzt denn hier so? Ah! Spinne! Hier sind überall ziemlich Kommt viel... Kommt hier nicht rein. Nein, das ist eine Cave Spider. Oder irgendeine kleine. Oh Gott. Oh Gott. Egal, scheiße. So. Okay. Wir müssen bald wieder mit unserem Haus. Aber wir haben nichts mehr zu essen. Ich hab 21 Seegras. Ach so. Ein bisschen. Wie viel Hunger habt ihr gerade? 2,5. Okay, ich muss anders fragen, wie viele Balken habt ihr so? 2,5. 6. 7,5. So, was können wir alles aus Seaweed machen? Wir können daraus den... Skate, du hast die Disc. Ich hab immer die Disc, wenn es drum geht. Für Sushi brauchen wir noch Reis und Reis haben wir nicht. Ey, wir können das Cooked Pork Chop kann man noch besser machen, ne? Mit Salz. Ja? Oder? Warte, mit Brot kannst du es auch noch verbessern. Brot habe ich gerade gegessen. Boah. Wie kann man Käse machen? Boah, ein Salat. Wir müssen echt eine Sense haben. Zwar bevor wir verhungern. Wir zerstörten hier das Redstone. Haben wir Eisen zufällig? Nein, nicht mehr. Wozu denn? Für einen Eimer, dann könnten wir... Okay, wir haben keine Kühe. Ich hab, Wasser habe ich einen Eimer mitgebracht, falls wir irgendwie das brauchen irgendwo. Okay. Ich würde zum Beispiel das Zuckerrohr anpflanzen. Wir hatten den Redstone weggemacht, die Lampe leuchtet nicht mehr. Ich hab eins weggemacht. Ich weiß nicht, wer das war. Ich war's. Aber warte, das kann man umbauen. Das hier kannst du nehmen. Ja, das hier ist unnötig. Hast du mehrere gefunden. So, Pam. Lasst uns jetzt aber gleich einfach aufhören für die Folge. Ich mache doch hier mein Zuckerrohr eben hin. Es gibt übrigens auch keine endlosen Wasserquellen, ne? Oha. Ja, aber wir mit Ozean. Hä, wie sieht denn das Wasser aus? Das ist ein Dschungelbiom hier, deshalb sieht das so aus. Also. So, haben wir zumindest 4 Zuckerrohr angepflanzt. Ach, Zuckerrohr. Ja, das ist blöd mit der Decke. Ja, ein Feld kann es wachsen. Ja. Ich könnte mal noch eben eine Verbindung zum Road Dungeon einfach aufbauen. Wie macht man das Seaweed nochmal? Ich zeig's dir. Bist du an dem Crafting Station? Nein. So machst du Garden Soup und Stock machst du mit einem einfach nur. Das heißt, wir machen jetzt 2 Stocks nochmal, dann machen wir noch hier ein bisschen Garden Soup. Oh, ich habe gerade schon ein bisschen Angst, einfach so durch die 2x2 Gänge durchzulaufen. So, ich pack ein bisschen was da rein.
Was? Was? So, da rein. Hey, wir können einen Peach Sapling bauen. Ja, aber der Baum muss erstmal wachsen, es dauert wieder so lange. Ja, aber immerhin. Besser als wenn wir es essen. Wir können schon anpflanzen, das ist besser als warten. Ja, klar. So. Dann ist der vielleicht fertig, wenn wir das nächste Mal spielen. Ja. Sollten wir noch machen. Oh, shit, ich sehe gerade, bei mir ist meine Festplatte voll seit halt 7 Minuten. Oh je. Wir können hier den Raumminuten direkt benutzen. Haben wir noch Fackeln? Haben wir noch ich hab zumindest keinen. Aber so, Zange, also wir haben auf jeden Fall auch den Setzling und alles. Welchen Raum willst du nutzen? Ach, da unten willst du ihn hinpflanzen. Ja, da habe ich ja schon ein bisschen ausgehoben. Ja, denkst du, das reicht? Also, wenn wir eine Kuh hätten, dann könnten wir uns ziemlich viel Essen mit den Kakaobohnen machen. Wir bräuchten eine Kuh irgendwo her. Eine Kuh? Ja, okay, im Dschungel spawnen die nicht so oft, aber... Ich habe vorhin aber, glaube ich, Kühe gesehen. Boah, wir brauchen natürlich auch einen Metalleimer erst. Ein Clay-Eimer geht, glaube ich, nicht. So, ich brauche hier mal eben eine Verbindung zum Road Dungeon, dann kann ich da... Wir sind in 3 Minuten sind wir bei einer Stunde, ne? Okay. Ja. Falls wir das nicht noch überschreiten wollen. Alter. So, zack. Also die Verbindung, wenn ich die aufgebaut habe, dann können wir von mir aus hier die Folge beenden. Hm. Sehen wir auf dem Map hier Ebolaba zufällig. Glaubst du wirklich, dass es vom Platz her reicht, Vini? Dass der, ich glaube schon, der wenn wir das hier noch ein bisschen weitermachen. Ich würde dir helfen, aber ich habe keine Pickaxe mehr. Na, Rob, kannst du noch eine Pickaxe ranholen? Ich hab nochmal einen Pickaxe. Was machst du denn da? Raum ausheben für den Baum. Baum? Ach, du willst einen Baum? Ich hab noch mehr Salz hier. Ja, es ist so ein Peach Tree. Ich hab schon einen solchen Peach-Ding jetzt gepflanzt auf dem Dach. Okay. Auf dem Dach, okay. Kommst du, wenn du das Erde abbaust, neben dem Peach-Ding? Oder zwei Felder nur? Wenig, zwei oder drei Felder? Wie viel Abstand brauchst du jede Wand? Zwei, oder? Ich hab keine Ahnung. Zwei würde ich auch sagen. Weil Blätter wachsen 2 Felder, aber das heißt, passt ja eigentlich schon. Alter, hier sind so viele Silberfische. Wenn es tief genug ist. Machen wir noch einen tiefer lieber. 6 hoch, oder? 1, 2, 3, 4, 5, ja, 1 tiefer noch. Und zwar jetzt. Boah, die war auch... Habt ihr schon einen Setzling oder soll ich einen machen? Der liegt noch oben drin, der ist schon fertig. Die musst du nur herbringen. Okay. Wäre so geil, wenn wir zufällig auf Lava stoßen würden, ne? Fackeln brauchen wir unten noch, ne? Ich finde die gern. Bau ihm einfach eine Redstone-Lampe an die Decke. Wenn wir zufällig auf Lava stoßen würden, hier jetzt auf so einen Lavasee, das wäre so geil. Ich sehe keinen. Wo ist denn der Setzling? Ich hab in irgendeiner Kiste war ein Mango-Setzling. Oder hat Flo den jetzt doch aufgebaut? Das war der auf dem Dach jetzt, oder? Ich hab meinen auf dem Dach gepflanzt, wie gesagt. Aber wir können ja einen Setzling machen. Wir können ja einfach anmachen. Ja. Okay, Verbindung zum Roadstone steht. Hä? Das steht aber im Dinger drin. Wenn man auf dem Peach drauf geht mit dem U, steht es als erstes da. Jungle-Setzling. Ah, mit einem Jungle-Setzling gemeinsam. Okay. Ja. Ah, Haben wir noch einen? Ja, hier sind noch welche. 4 Stück. Ja, wir haben genug. Ich hätte es ja nicht vorgeschlagen, wenn es nicht möglich gewesen wäre. Aber wir brauchen noch Fackeln für unten. Ja. Du hast doch Redstone-Lampen gefunden, hast du nur eine einzige gefunden. Wir haben zwei, aber die sind alle. Eine habe ich noch im Inventar. Hier ist eigentlich hell genug, die nehme ich mal mit. Ey, was ist. Achso, okay, das war das. Das hat mir gerade Angst gemacht, das hat sich angehört, wenn der Witch dir was wirft. Ja, tut mir leid. Oh. Eigentlich nicht. So, dann können wir nämlich die Fackeln auch wieder oben abbauen. Ah. So, hier wird den Road Dungeon zur nächsten Ebene gefunden. So, bau mal die Redstone-Fackel von oben drauf. Das heißt, dass wir oben auch noch Licht durch das Teil bekommen. Wow. Leute, jetzt haben wir gerade die Fackel durch die Wand kaputt gemacht. Nein. Doch, das darf ich aber. Hier ist die Redstone. So, jetzt legt da eine Redstone-Fackel drauf. Ich baue noch eben eine Redstone-Fackel. Ich habe eine Redstone im Inventar. Mach doch einen Hebel. Nö, Redstone-Fackel. Genau so. Okay. Der funktioniert nicht. Ja, Hebel. Bitte weggehen, ne? Da, wo du gerade stehst, da war eine Fackel und wir haben einen Zombie von außen weggeschlagen. Weil ich habe schon ziemlich viel erkundet im Roadstone, fällt mir gerade auf. Wir brauchen hier trotzdem eine Fackel unten. Ja, das wird nicht reichen. Also wie wenig Licht das macht. Hier, ich habe noch eine Fackel bekommen von da oben. Hier, achso. Ja, das sieht gut aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Teil auch noch Wasser braucht oder so. Wird trotzdem nicht reichen. Probieren wir unser Bestes. Ah, es hat auch direkt Licht, das ist das, was wichtig ist. Mehr Helligkeit als eine Fackel daneben stellen können wir ihm nicht geben. Das stimmt, aber das geht hier recht. Wir brauchen noch mehr daneben wahrscheinlich. Wir brauchen vor allem einfach nur einmal Lava. Light Level ist doch momentan schon bei 15, wenn du direkt neben der Fackel bist. Weiß nicht. Der anderen Seite? Können wir wirklich nichts mit Bone Meal machen? Doch, Bäume wachsen lassen kannst du damit. Aber weißt du kannst nicht Früchte oder so wachsen lassen. Ja, aber immerhin würde dann der Baum mal hochwachsen. Ja, ich kann es ausprobieren, das funktioniert, ja. Ich hab mal Bone Meal gemacht, ich mach mal Leben. Ein Dingens braucht nur ein Bone Meal braucht zersetzen, glaube ich nur, weil es ein besonderes Setting ist. Ja. Kommen auch keine grünen Funken? Ich sehe einfach keine Kisten mehr. Doch, grüne Funken habe ich schon gesehen, aber es kann auch sein, dass Dass er keinen Platz hat.
Ja, dass er deswegen nicht hochwächst. Ich bin auch bei dir, Flo, und dann. Weil das sind so bei normalen Bäumen, okay, so, dass man sie keinen Platz haben. Ich hab das meiste schon, ja, man kann flinten, ne? Ja, das heißt, wir müssen noch mehr Platz ausheben, aber wir haben keine Pickaxe. Ja. Dickfeder Spinnauge. Was kann doch so ein Spinnauge alles machen? Da kann man bestimmt auch neue Sachen draus machen, oder? Nicht wahnsinnig viel. Bei der L-Soup, doch. Jetzt zum Beispiel, wir haben noch Stock und wir haben noch mehr Dinge. Das nehme ich einfach mal mit das Spinnauge. Wenn leichte Mahlzeit draus machen. Ist zwar nichts übertrieben Gutes, aber das ist nichts. Oh, wir können mit Tea-Seed und Stock können wir auch Seed-Suppe machen. Bringt die mehr als Gartensuppe? Das steht immer bei, wie gut das ist. Also Lightmeal, bla 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 und sowas. Okay. Was ist besser? Lightmeal oder Unfulfilling Lightmeal? Ich glaube mal, das Unfulfilling Lightmeal ist schlechter. Klingt ja, habe ich auch schlechter. So das Gefühl, ja. Okay, wollen wir dann jetzt aufhören? Würde es auch sagen. Ja. Bist du schon eine Etage tiefer gegangen hier, Flo? Ja, aber es sind einfach mal so viele überall schon an den Gängen. Ich will hier noch irgendwo eine Kiste, eine Leichte oder so. Komm mal zu dir runter, die Etage noch. Sind zum Glück Treppen. Pass aber auf, dass du nirgends die Wand spielst. Dort vorne ist ein Spawner, also dort können wir eigentlich nicht lang. Da ist hast du noch fucking? Nö. Lass aufhören, komm. Ja, Flying Spider. Eine Stunde. Genau. Okay, Poison Spider, ja, fickt euch doch alle einfach nur ab. Ah. So. Das ist nicht schlecht. Warte mal, wir haben schon fast Eisen, Mann, in einer Stunde. Ja. Ich möchte nochmal ganz kurz den Zuschauern die Grundlagen der anderen Mods zeigen. Zum Beispiel Blood Magic hier. Den Altar, den man dafür braucht, um anzufangen. Guck, was man dafür braucht. Man braucht Urikalkum-Blöcke, Infuskolium-Block und ein Bronze-Furnace. Und diese Blöcke hier kriegt man halt aus Barren, die man aus anderen Sachen zusammenschmilzt und aus anderen Erzen, die wir einfach noch nicht haben können. Urikalkum ist eines der seltensten Materialien in Metallurgie. Und diese Bronze-Furnace hier ist zwar noch recht billig, aber es ist auf jeden Fall nicht teuer. Für Thermal Expansion hier zum Beispiel, um da mal mit anzufangen, braucht man diese Dynamos. Das erste Dynamo, das kostet einen nur ein bisschen Damaskusstahl, nur Red Alloy Ingot, was einen fast nicht viel Redstone kostet. Nodop! Genug gefaselt, komm. Oh, ein Creeper. Okay. Ja, Moment. Ich guck noch schnell, ob hier jetzt wirklich Lava ist oder nichts. Das schauen wir einfach beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Schreibt uns in die Kommentare, weil ihr es gehättet, ob... Bestimmt, das ist voll die gute Folge. Ich skippe alle bis zum Ende jetzt. Wir müssen jetzt noch ein bisschen Zeit totschlagen, damit das ein bisschen weiterläuft. Nein, also wenn schreibt in die Kommentare, was ihr am liebsten wollt. Also eine coole Sonntagsfolge, zweimal die Woche, dreimal die Woche, viermal die Woche, aber... Denkt an, Maximalzeit pro Woche ist etwa eine Stunde, würde ich sagen. Mhm. Nur in halt verschiedenen Abschnitten ist es möglich, dass es kommt. Und das entscheidet ihr am besten in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns entweder in einer Viertelstunde, 20 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde oder wie viel auch immer wieder. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da bei allen und schaut bei den anderen vorbei. Bis dahin und tschüss. Tschüss.